Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Radiation Island in Part 2 dieses interessanten Spiels, auf dem wir offenbar, oder in dem wir offenbar auf einer strahlenverseuchten Insel gefangen zu sein scheinen, vermute ich mal. Oh, was haben wir denn hier? Ach, wir haben den Bumerang gerade aufgenommen, der lag hier oben. Das ist natürlich logisch, den haben wir in der ersten Folge ein bisschen rumgeworfen und jetzt ist er wieder hier. Das ist alles logisch. Ich würde sagen, wir schauen uns noch mal ein bisschen um. Hier sind ja ordentlich große Gebäude hier rundherum. Von daher würde ich mich gerade noch mal ein bisschen umschauen. Ich hoffe, das passt in eure Pläne hinein. Wir sind ja in dieser zweiten, in der zweiten Folge dieses wunderschönen Ping-Pong-Games, das uns Lomdom Silver LP aufgetragen hat. Schöne Grüße an dich, Lomdom, und vielen Dank für dieses Spiel. Scheint ja wirklich ganz cool zu sein. Also ich bin echt gespannt, was hier noch so alles kommt. So, ich würde vorschlagen, wir gehen mal in dieses Vertrauens... erweckend aussehende Gebäude rein und es hat bestimmt gar nichts zu heißen, dass die Musik jetzt aufhört. Das ist bestimmt ein sehr gutes Zeichen. Okay. Was haben wir hier drin? Ein Bogen? Und Pfeile. Ja, das... Ja, dann muss ich direkt mal zurückgehen. Warum ist alles so nebelig? Nee, ich muss direkt zurück. Warum ist alles so nebelig? Das ist gruselig. Aber okay. Ich muss direkt zurückgehen und hier meine Sachen saven in der Truhe. Weil das geht ja gar nicht. Die Schmetterlinge sind so schön. Voll süß. Süßes Detail. Warum heißt es eigentlich Detail, wenn es doch Detail geschrieben wird? Warum ist Deutsch so eine komische Sprache, in der eigentlich immer alles gesprochen wird, außer wenn ich... So, total sinnlos. Okay, Inventar ist aber noch was anderes als hier unser Rucksack quasi, ne? Das ist tatsächlich noch mal getrennt voneinander zu betrachten. Das ist gut zu wissen. Dann mache ich die Bananen hier rein. Oder ich mache die Medizin hier rein. So, Bananen bleiben in meinem Inventar, falls wir Bananen brauchen. Ich würde, glaube ich, tatsächlich diese... Die Axt und so, kann ich das Zeug wegschmeißen eigentlich? Kann ich das irgendwie einfach in die... was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas gedrückt. Ich höre Fußschritte. Man kann auch Third-Person-Ansicht machen, das wusste ich gar nicht. Ich höre die ganze Zeit Fußschritte, was soll das? Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger wegschmeißen kann, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht so genau. Kann man das jetzt hier einfach so rausziehen? So? Offenbar. Ah ja, wunderbar. Weil da würde ich mir gerade einfach neu craften, ehrlich gesagt. Bin da so ein bisschen verschwenderisch jetzt einfach mal drauf. Weil die schon so ein bisschen gedamaged sind, weißt du? So, haben wir uns hier eine neue... Ach, da brauchen wir Wood und nicht die Dinger. Ah, okay. Okay, dann machen wir das zurück und holen uns Wood. Wo ist denn Wood? Haben wir kein Wood mehr? Wir haben kein Wood mehr. Cool. Dann legen wir uns jetzt erstmal pennen. Okay, Cutscene. Interessant. Es ist wirklich nervig, dass wir die ganze Zeit diese Fußgeräusche jetzt hören. Kann ich das irgendwie abstellen? Ich quitte mal das Game und gehe wieder rein. Moment. Yes. Ich hoffe, der speichert. So, dann gehen wir einfach wieder rein. Dürfte jetzt einen kurzen Black Screen haben. Black Screen! Aha. Okay, ja, wir skippen die Nacht nochmal. Dann kriegen wir diese Cutscene nochmal angezeigt. Wunderschön. Sehr gut animiert und so. So, und Feuer? Was Feuer? Torches and campfires can be used to light up the night or other dark places. They also keep unwanted animals at bay. Okay. Oh, ich wollte nicht aggressiv sein. Oh, wie schön! Wow! Das sieht ja echt gut aus hier mit dem Sonnenschein, der einem hier so entgegenkommt. Ach ja. Ach ja, echt ganz netter Effekt. Also... Schon okay. So, wir haben kein Holz mehr, ne? Haben wir festgestellt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Holz suchen.
Dafür brauchen wir natürlich unsere Axt wieder. Und die ist wieder... Lag es jetzt daran, dass wir die weggeschmissen haben? Oder sind Äxte einfach... Oder regenerieren sich Äxte und Spitzhacken, wenn man die irgendwie wegwirft? Habe ich da etwa einen Bug gefunden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, wir gehen mal zurück in das coole Haus da drüben, was wir gefunden haben. Und gucken mal, was es da noch so gibt. Pfeile und Bogen haben wir ja schon gesehen. So, wir essen noch mal ein bisschen was unterwegs. Und dann bin ich mal gespannt. Ich frage mich auch, was das hier ist. Ne? Das sieht ja aus wie irgendein Geschützturm oder so. Ganz, ganz seltsam. So, hier wird die Musik auch wieder leise, wie schon... Ah, okay, doch nicht. So. Was haben wir hier eigentlich? Das ist so eine Arrowhead. Aha. Und ein Wood. Und das sind Arrows, ne? Okay. Interessant. Ich mach mal den hier, mach ich mal hier unten rein. Das darf ruhig so bleiben. So. Dann haben wir nämlich einen Bogen ausgerüstet. Es dauert immer einen Moment, bis man Sachen ausrüsten kann. Auch interessant. So, ich hoffe, hier lauert nicht schon irgendwer auf uns. Das wäre ganz nett. Was haben wir hier? Journal Entry. Aha. Kann man das einfach hier so... Das kann man hier so lesen. I am now part of the 701 unit of the Imperial Army. Although it's top secret... The notoriety of its experiments and the unscrupulous approach to warfare is known. Fortunately, the project I will be assigned to has nothing to do with the rumors. After all, I'm just a physicist. Schöne Zeichnung hier auch. Ja, weiß ich nicht. Ein Physiker kann auch durchaus für Kriegszwecke, von Vorteil sein. Also, da wäre ich mir nicht so sicher, dass man als Physiker, ne, was ist denn Splint? Was ist Splint? Splint. Crafted from bandages and woods, splints have to be used in case of broken bones. Broken bones are the result of falling, falls ihr es nicht wusstet. Nicht nur, aber auch. Okay. Dann haben wir jetzt ein Splint. Also eine Art Schiene, ne, nehme ich an. So, was haben wir hier? Fett. Okay, dann haben wir hier noch einen Radiation Suit und noch einen Eintrag, den schauen wir uns natürlich auch an. Ja, das hilft natürlich. Moment, machen wir es noch ganz kurz so rum und lesen uns mal den nächsten Eintrag. Sag mal, hör mal! So, jetzt aber. So, nicht gedrückt halten. Hidden in plain sight. Project of Unit 701 Division 9. Got greenlit, available location has been confirmed. Transportation of materials and personnel is in progress. Although skepticism runs through the military ranks, the promise of unmatched mobility for a huge invasion force appealed everyone. Aha. Okay, also es scheint hier irgendeine militärische... Einrichtung zu sein, ne, wo wir sind. Ich verstehe aber noch nicht so ganz genau, was hier vor sich ging oder auch immer noch vor sich geht. Aber ich denke mal, es ist klar zu sagen, dass irgendwas nicht nach Plan lief und was wirkt hier auch alles sehr, sehr menschenleer. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht mal so weit hergeholt, ne, dass hier irgendwas nicht nach Plan ging. So, ich guck mal, was hier ist, aber hier ist ja wahrscheinlich diese komischen Raketendinger, was auch immer. Sehr, sehr interessant. So, da unten ist auch irgendwas, da hüpfe ich jetzt mal nicht runter. Und hier ist eine Kiste. Und was haben wir hier? Noch mehr Journal-Gedöns. Also, lesen wir das auch mal. Keeping the artificial islands afloat... Until the magnetic fields will be activated is a bigger challenge than predicted. Displacing huge land masses proved a problem too. Still the result is impressive. The island is beautiful, a true paradise.
Keeping the artificial islands. Artificial ist doch, ich meine AI, Artificial Intelligence ist doch so künstlich, ne? Die künstlichen in... Until the Met... Also die künstlichen Inseln zu behalten, am Float heißt ja schweben oder so? Oder auf dem Wasser treiben, glaube ich, kann es auch heißen. Bis die magnetischen Felder aktiviert sind, ist eine größere Herausforderung als erwartet. Displacing. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll. In dem Kontext. Aber die Insel ist schön, ein richtiges Paradies. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, mit dem Paradies, aber okay. Wir haben noch einen Journal-Eintrag, den schauen wir uns natürlich auch an. It only took 2 years to assemble the other 2 radials. They are exact copies of the first one. A self-sustainable system is now in place. Peasants have been transported and designed to farming areas. The other divisions established their own laboratories and bases. Junge. 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 Danke. Es ist gerade wirklich anstrengend geworden. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht dafür, aber ich vermute mal, ihr seid ja eher auf meiner Seite. Ja, Deutsch. Oh, was? Es gibt Deutsch? Ja, dann machen wir Deutsch. Das ist ja super. Wo komme ich denn hier nochmal zu meinem Journal? Warte mal. Wir machen das jetzt einfach nochmal. So. Wo kann ich denn diese Dinger nochmal finden, wo wir uns gerade durchgelesen haben? Weil ich war eigentlich noch nicht fertig. Hier, ne? Ach, guck mal. Eine künstliche Insel in der Luft zu halten, bis die Magnetfelder aktiviert werden können, hat sich als unerwartet schwierig herausgestellt. Große Landmassen zu verlegen, ist ebenfalls ein Problem. Trotzdem sind die Ergebnisse beeindruckend und die Insel ist wundervoll. Ein wahres Paradies. Der Bau der beiden anderen Gürtelreifen hat 2 Jahre gedauert, aber sie sind exakte Kopien des ersten. Das autarke System ist jetzt funktionsfähig. Man hat Bauern eingeflogen und ihnen Farmland zugewiesen. Die anderen Divisionen haben ihre Labors und Basen eingerichtet. Außerdem wurden Tiere auf die Insel verbracht. Okay. Das sind vermutlich die Tiere, die wir schon gesehen haben. Was ist das hier? Ein Fernrohr? Nice. Das nehmen wir mit. Und dann lasse ich hier das Holz, ganz ehrlich. Das Fett, weiß ich jetzt auch nicht. Ist jetzt, glaube ich, nicht so super wichtig. Ich verstehe mal nicht, warum es hier manchmal so aussieht, wie es hier aussieht, ne? Okay, Holzfällen, Taste H. Ja, ich weiß nicht, wie man Holz fällt, Junge. Haben wir schon alles gemacht. Da sind wir auch schon Profis drin. So, ich gehe mal gerade hier hoch. Ich weiß, ohne Musik klingt es auch komisch, weil man auch irgendwie keine Schrittgeräusche macht. Ein bisschen seltsam alles, aber okay. Aber diese Musik, die war, oder was auch immer, wie man auch immer das nennen soll, war ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Tagebucheintrag, gib her. Das Prinzip der radialen Rotation ist einfach und brillant. Im Inneren jeder Insel befinden sich riesige Elektromagneten. Wenn sich die Nord-Süd-Achse der Erde verlagert, werden diese Magneten automatisch aktiviert und funktionieren wie ein riesiger Kompass, der sich nach Norden ausrichtet, wodurch die notwendige Rotationsgeschwindigkeit erzeugt wird. Wenn sich die Nord-Süd-Achse der Erde verlagert, werden diese Magneten automatisch aktiviert und funktionieren wie ein riesiger Kompass, der sich nach Norden ausrichtet, wodurch die notwendige Rotationsgeschwindigkeit erzeugt wird. Okay, ja, verstehe. Ich glaube nicht, dass das in echt funktionieren könnte, aber ich verstehe. Ich verstehe, was da steht. Das ist schon mal gut. So, was haben wir hier? Krokodilwirbelsäule, klar, wieso nicht? Und was haben wir hier? Eine Angel. Aber wir finden so viel gutes Zeug, ne? Ich kann es gar nicht alles mitnehmen. Ich brauche mal einen Rucksack oder so. Und jetzt ist es so derbe ruhig, da ich fast das Bedürfnis habe, diese dumme Musik wieder anzustellen. Ja, komm, lass machen. Aber vielleicht nicht auf volle Lautstärke, oder? Machen wir hier so ein bisschen. So. So, dezent im Hintergrund darf die von mir aus dudeln, damit es nicht ganz so ruhig ist. Man fliegt irgendwie so ein bisschen die Treppen hoch, wenn man sprintet. Das ist auch interessant. Hui, hui, hui. So, hier ist auch nochmal eine Kiste. Und da haben wir Bärenfell. 10 Stück. Interesting. Ich weiß nicht, was man daraus craften kann, aber da kann man bestimmt tolle Sachen draus craften. Ist wieder so diesig geworden, ne? Ich weiß nicht, ob es hier gerade Nacht wird oder so.
Oder ob einfach Unheil droht. So, wir gehen direkt mal wieder rüber, verbringen unsere Sachen in die Kiste. Oh, Junge, diese Treppen machen ja auch gar nicht wuschelig irgendwann. Wir bringen mal die Sachen in die Kiste. Kann man auch hier durch? Na, kann man nicht. Schade. So, bringen wir die Sachen in die Kiste und dann können wir nochmal hochgehen, das Bärenfell und das Fernrohr und so nehmen. Oder habe ich das Fernrohr jetzt schon mitgenommen? Ne, das Fernrohr habe ich sogar mitgenommen. Lass mal gucken, können wir das hier irgendwie benutzen? So, hier, 5. Ah ja, so. Ah. Das geht ja gut. Bringt jetzt nicht so mega viel für ein Fernrohr? Nee. Okay. Ja, also bringt jetzt wirklich nicht so mega viel für ein Fernrohr, aber okay, was soll's, ne? Denke ich mir. Ist besser als nix. So, links rennt wieder ein Häschen den Hang hoch. Ich mag unser Hütchen hier. Ich weiß gar nicht, ob das uns gehört. Jetzt gehört es halt uns, ne? Nochmal einfach mal so gecaptured. Was soll's? Diese Pfeilspitze. Ups. Jetzt habe ich sie fallen lassen, glaube ich. Yep. Ich habe die Pfeilspitze fallen lassen. Wo ist die jetzt? Weg. Wie es scheint. Cool. Ich wollte die eh nicht mehr haben. So. Ah, guck mal hier. Ja. Es hat gut Sinn, dass die da oben drauf war, auf jeden Fall. So, die Pfeilspitze packen wir auch mal hier rein. Die Schiene würde ich auch ganz gerne wegbringen, ehrlich gesagt. Aber die Kiste ist schon voll. Warte mal, ein Zeit für Crafting. Ein Zeit. Winziger Rucksack. Leder und Zweige. Wo kriegt man Leder her? Leder hältst du, indem du Wölfe und Löwen jagst. Du brauchst es zum Vergrößern deines Rucksacks, zum Schneidern von Lederkleidung und zur Herstellung anderer Gegenstände. Können wir vielleicht irgendwie einen Rucksack craften, der uns nicht umbringen wird? Wie wär's damit? Was ist das hier? Wollmütze. Okay, cool. Und das hier? Robuster Harnisch. Dafür brauchen wir das Skelett und so. Verstehe. So, hier kann man auch die Kiste craften. Aufbewahrungstruhe. Aufbewahrungstruhen müssen erst gebaut und am Boden aufgestellt werden, bevor du sie nutzen kannst. 10 Holz brauchen wir dafür. Na, das kriegen wir doch hin, oder? 10 Holz kriegen wir doch easy hin. Dafür sind wir doch Survival-Experten. Das kriegen wir doch easily. So. 2, 3, 4. Und dann machen wir hier gleich weiter. 5. Na? Boah, Alter. Was? Gar kein Holz bekommen. Wir sind noch bei 5 Holz. Was soll das denn? 6, 7, 8, 9, 10. Boah. Als ob dieser kleine Baum auf einmal so ergiebig ist und die anderen bringen gar nichts, gefühlt. Das ist ja sehr interessant. Wollte ich mal sagen. Wieso gehe ich eigentlich hier rein? Ich will doch nicht hier hin, sondern ich will ins U-Menü, ne? Das war Crafting, genau. So, dann machen wir uns jetzt erstmal eine neue Axt, bevor wir irgendwas anderes machen. Dafür brauchen wir Zweig und Feuerstein. Okay, ist ja nochmal ein anderes Thema, alles klar. Dann machen wir uns erstmal hier so eine Truhe. Zack. Okay, da haben wir die Truhe, Leute. Die Truhe. Wo können wir die hinstellen? Wir können die hier so hinstellen. Stellen wir noch direkt neben den Eingang. Zack. Okay, das haben wir geschafft. Dann haben wir noch ein Holz. Dann können wir hier den Kram reinstellen. Die Steinschleuder brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht aktuell. Wir brauchen auch das hier nicht, weil wir haben den Bogen richtigen. Also das passt schon. So. Und dann schnappen wir uns mal die Zweige sowie der Feuerstein. Genau, Feuerstein brauchen wir dafür. Und dann craften wir uns eine neue Axt. Wie können wir so eine coole Axt hier machen? Titan-Axt. Holy cow. Da brauchen wir natürlich erst Titan für, ne? Eisen-Axt, auch cool, aber da brauchen wir natürlich Eisen für. Also bleiben wir erstmal bei der Stein-Axt. Die ist nicht ganz so cool, aber dafür tut sie, was sie soll. So. Das Zeug kann man hier wieder reinmachen. Und da würde ich sagen, wir sammeln auch gleich noch mal ein bisschen Holz. Damit wir noch ein bisschen Zeug craften können. Und die 20 Minuten sind fast schon wieder um, ey. Ich raff's nicht. Wir haben die Folge so gut wie nichts geschafft. Na gut, wir haben uns da ein bisschen umgesehen da hinten. Toll. Und haben ein bisschen was über das Crafting gelernt. Das war schon ganz gut. Zudem haben wir die Musik leiser gestellt. Auch das ist hilfreich.
Und wir haben, was haben wir noch geschafft? Die Musik leiser gestellt. Wir haben das Spiel auf Deutsch gestellt. Hey! Progress, würde ich sagen. Ja, und da ist das Ding wieder kaputt. Kann ich auch mit der Spitzhacke hier ran? Ah, kann ich nicht. Okay, alles klar. Alles klärte. Achso, das Zeug kann ich ja mal aufheben, ne? Muss ich ja nicht immer dran vorbeirennen. Könnte man ja mal brauchen. So, was liegt da? Was liegt denn da draußen? Ach, Zweige wahrscheinlich, ne? Nö, das ist sogar ein Feuerstein. Lüll. Pilz. Hier ist so ein Blätterhaufen. Okay. Sagt er immer. Okay, oh, Kokosnüsse haben wir gesammelt. Wo haben wir die denn her? Hab ich gar nicht mitbekommen. Lüll. Haben wir gar... hab ich gar nicht mitbekommen. Hör mal. Hör mal. Was haben wir denn hier eigentlich? Feuerstein. Was haben wir hier? Das ist das ist normaler Stein. Das hier ist wahrscheinlich Eisen. Und das hier ist Titan. Nee, das ist Magnetit. Das ist nochmal was anderes. Interessant. Ich lasse mal Holz und Zweige da drin. Können wir ein bisschen sammeln. So, dann esse ich gerade nochmal was. Okay. Und ich frage mich, ob das Essen schlecht wird. Ich glaube allerdings nicht, dass dem so ist. Gut. Was können wir noch machen? Wir können hier mal die Gesundheit hier lassen, die Medizin. Brauchen wir ja aktuell nicht. Und solange wir noch keine Gegner haben, lasse ich dann doch auch mal den Bogen da, weil der braucht Pfeile. Und dann nehmen wir doch hier den Boomerang mit. Fernglas lassen wir auch mal hier. So, ich brauche direkt wieder einen neuen... Das ist Feuerstein, yep. Ich brauche direkt mal wieder eine neue Axt. Und dann machen wir uns am besten gleich zwei. Weil wir verbrauchen den Scheiß, ja. Und dann beginnen wir die nächste Folge. Wir müssen nämlich schon wieder aufhören. Dann beginnen wir die nächste Folge damit, mal richtig schön Ressourcen zu farmen. Wir gehen nochmal rüber, holen uns das Bärenfell und diese Krokodilsknochen. Und dann gucken wir mal, was wir zum Start der, also was wir dann innerhalb der dritten Folge noch alles schaffen können. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und hau da rein. Bis dann. Ciao, sagt euer Frieden Friseur.